Herzlich willkommen zu diesem Video. Ich bin Jean-Claude Frick, Digital- und Telekom-Experte von Comparis. Und heute habe ich mich, wie letztes Mal versprochen, zwei Notebooks mitgebracht. Und zwar die neuen MacBook Pro von Apple. Die schauen wir uns ein bisschen genauer an. Natürlich mit der Touchbar, das war ja das grosse Thema gewesen. Bevor wir die aber anschauen, denke ich, lohnt es sich mal einen Blick auf die Geräte zu werfen. Das Spezielle daran, das hier ist das 13-Zoll-Modell, das hier ist das 15-Zoll-Modell. Das Spezielle daran im ersten Moment ist sicher mal, dass sie viel, viel kleiner sind, als sie das vorher waren. Das 13-Zoll MacBook Pro hat jetzt etwa die Dimension und etwa das Gewicht vom MacBook Air. Also sehr portabel, kann man problemlos im Rucksack jederzeit hin und her tragen. Und der Vorteil ist eben genau der, es hat natürlich viel mehr Power. MacBook Air, wissen wir, ist so ein Einsteiger-Notebook von Apple. Super leicht, auch schnell genug, aber der Bildschirm ist alles andere als gut. Ist nicht sehr hochauflösend. Das ist natürlich hier bei einem MacBook Pro anders. Da haben wir den Retina-Screen drin. Das heisst, da haben wir eine Top-Auflösung, die auch entsprechend gut aussieht. Und wenn wir das Ganze mal so vielleicht kurz einfach so anschauen, was einem auch auffällt, neben der verringerten Größe ist das riesige Touchpad hier. Das ist wirklich viel grösser geworden. Beim kleinen Modell 40%, beim grossen ist es doppelt so gross, als vorher war. Da kann man auch mit Gesten arbeiten, schauen wir näher an. Coole Sache. Und eine ganz neue Tastatur, die ist sehr flach. Das ist die Tastatur, die Apple mit dem MacBook letztes Jahr hat eingeführt. Braucht ein bisschen Umgewöhnung, wenn man von einem älteren MacBook Notebook daherkommt. Aber inzwischen muss ich sagen, ist die wirklich hervorragend, funktioniert auch sehr gut. Das, was extrem zu reden gegeben hat bei der Vorstellung von diesen neuen MacBooks, sind die Schnittstellen gewesen. Apple ist, wie sie das oft sind, sehr radikal. Man sieht das hier, beim kleinen Modell hat man hier zwei Thunderbolt 3 Schnittstellen, USB Type-C ist das Stichwort. Das ist ein Stecker, wo ihr egal welchen Weg man reinstecken könnt. Das Coole an denen ist an und für sich, dass ihr alles drüber machen könnt. Das heisst, ihr könnt einen Bildschirm anschliessen, ihr könnt Ethernet, also Netzwerk anschliessen, ihr könnt irgendwelche Sachen. Sie sind super, super schnell, 40 GB pro Sekunde kann man da drüber übertragen. Also das ist ganz klar der Anschluss von der Zukunft. Das Problem ist, wir sind noch nicht ganz in der Zukunft und wenn du heute etwas machen willst mit diesen Notebooks und etwas anschliessen möchtest, braucht man Adapter. Apple hat, glaube ich, 32 Adapter im Sortiment. Also man kann eigentlich alles daran anschliessen, was man braucht, aber die muss man kaufen. Das heisst, zum Preis von diesen neuen MacBook Pros kommt entsprechend noch der ein oder andere Adapter dazu. Andererseits, fairerweise muss man sagen, was braucht man wirklich? Ich würde mal sagen, man braucht einen Adapter auf USB Typ A, also auf einen normalen USB-Anschluss, den die meisten anderen Notebooks im Moment noch haben. Dann braucht man vielleicht einen Adapter für eine SD-Card, weil das ist auch ein bisschen schade. Bei diesen neuen MacBook Pros hat es keine SD-Card-Slot mehr. Also wenn ihr filmt, fotografiert und Daten möchtet schnell von der Karte auf das Notebook übertragen, fehlt der. Also auch da braucht man wieder einen Adapter. Das ist sicher etwas, was sich lohnt. Sonst an und für sich braucht man nicht viel. Das meiste läuft ja heute wireless. Und vor allem, ganz ein wichtiger Punkt, wenn man so ein Notebook kauft, wir reden hier von einem Notebook, das bei 1400 Franken anfängt, bis wenn man will, kann das locker 4000 Franken kosten, das grosse Modell. Wenn man so eins kauft, das hat man ja nicht nur ein Jahr, zwei. Im Schnitt ein Notebook werden 4 bis 5, manchmal sogar 6 Jahre lang gebraucht. Und es ist schon heute absehbar, dass alle anderen Hersteller ebenfalls auf diesen Anschluss werden setzen. Das heisst, in Zukunft kann man wirklich davon ausgehen, hey, Bildschirme, Monitoren, hey, andere Geräte, Smartphones und so weiter, hey, genau diese Stecker. Das heisst also, die Adapterproblematik, die hat man jetzt noch, aber mittelfristig, in 1-2 Jahren, ist das Thema eigentlich gegessen. So, jetzt wechsle ich da mal auf das grosse Modell und das, was wir ja alle eigentlich sehen wollen, ist, die Idee von Apple, Apple hat ja gesagt, wir machen keine Touchscreens, also wie zum Beispiel ein Windows 10 Notebook, wo man ja hier kaum drücken, sondern Apple sagt, das ist nicht gäbig, wenn man da schreibt und da oben muss drücken, wir gehen einen anderen Weg, wir machen es eben mit dieser Touchbar. Und die Touchbar, die ersetzt eigentlich die klassische Funktionsliste, F1, Escape und so, Funktionsliste, die es eigentlich schon seit 40 Jahren gibt bei den PCs und bei den Computern, wo man heute, so sagt selber Apple, nicht mehr unbedingt braucht. Und ich schlage vor, jetzt anhand von diesem Modell, das ist das grosse 15 Zoll MacBook Pro, schauen wir uns doch die Touchbar mal ein bisschen genauer an und schauen, was die alles so kann. Das Spezielle an diesen neuen MacBook Pro Modell, jedenfalls ein bisschen teurerer Modell, ist natürlich die Touchbar da hier. Die Touchbar, das ist ein OLED-Screen, eigentlich ein Multi-Touch-Touchscreen, wie man es zum Beispiel von einer Apple Watch oder eben von einem iPhone her kennt. Und die Touchbar da, die ersetzt eigentlich die klassischen Funktionslisten. Das fährt schon an, wenn man das MacBook Pro startet. Ihr seht, da steht hier mit Touch ID entsperren. Das heisst, ihr könnt einfach mit dem Finger da drauf und dann ist das Gerät schon entsperrt, so wie man das vom iPhone oder vom iPad her kennt.
also der Fingerabdrucksensor, der ist ebenfalls hier eingebaut. Und dann ist man eigentlich schon da, ist man jetzt hier auf dem Mac, hat man sich authentifiziert und dann sieht man schon mal hier, hat man verschiedene Funktionen. Ganz wichtig, die klassische Escape-Taste ist natürlich immer noch da, aber der Witz an dieser Touchbar ist eben, dass sie sich verändert, je nachdem, was man für ein Tool einsetzt. Also wenn ich zum Beispiel jetzt hier ein Mail schreibe und jemandem schreibe, hallo, wie geht es dir? Dann sieht man schon mal gerade hier, dann kommen die üblichen, die man von iOS kennt, auf dem iPhone zum Beispiel kommen da die Vorschläge und dann kann man natürlich zum Beispiel auch ein paar Emojis könnte man brauchen. Das wird hier direkt eingeblendet. Das heisst, je nachdem, wo man sich bewegt, innerhalb von einem Programm oder eben sogar auch generell im Betriebssystem, sieht man auch hier die entsprechenden Funktionen. Kann man jederzeit hier auch wieder raus. Und wenn ich jetzt hier zurück auf den Finder gehe, also auf die normale Mac-Oberfläche, hat man hier so die Standard. Was man auch kann, einfach zum zeigen, das Ganze hier, die Touchbar, die kann nicht nur Knöpfe darstellen, sondern eben auch sogenannte Sliders, wo man sich nachher bewegen kann. Jetzt in dem Fall hier die Lautstärke leisiger und lauter machen. Wenn man einst drauf drückt, geht es wieder weg und das ist eigentlich die Standardansicht. Spannend wird es zum Beispiel in einem Programm für Bildbearbeitung, in dem Fall jetzt hier Pixelmator nennt sich das. Da kann man auch, wenn man ein Bild offen hat, hat man auch hier zum Beispiel die verschiedenen Funktionsmodus. Man kann zum Beispiel die Farbe verändern oder man könnte sagen, ja, ich muss hier noch einen anderen, ich brauche hier noch eine andere Auswahl von Farbe oder einen anderen Pinsel und so weiter. Dann kann man das hier machen und ihr seht, das verändert sich entsprechend, je nachdem, was für ein Programm man drin ist. Apple hat schon gesagt, dass die Funktionen von dieser Touchbar, die sind eigentlich zugreifbar für jedes Programm. Das heisst also grundsätzlich, dass jede App, die entwickelt wird für einen Mac, kann die Funktionen da hier unterstützen. Und das ist eben jetzt zum Beispiel hier mit dem Programm Pixelmator, hat das schon unterstützt. Ganz viel haben schon gesagt, dass sie das in Zukunft auch unterstützen wollen. Auch eine Frage Adobe. Also Adobe mit der Creative Suite, also Photoshop, Adobe Premiere, Audition und so weiter. Die Profi-Tools von Adobe werden das in Zukunft alle auch unterstützen. Aber auch, vielleicht ein bisschen weniger sexy, aber mindestens genauso wichtig, auch die Office-Programme, also Word, Excel, PowerPoint und so von Microsoft, werden hier ebenfalls neue Funktionen und Möglichkeiten bieten. Vielleicht noch ein kleiner Tipp, beziehungsweise was man auch noch machen kann, ist hier, wenn man zum Beispiel die Foto-App anschaut, dann sieht man hier, man sieht wirklich eine kleine Vorschau über jedes Foto, kann man da zeigen. Und wenn man dann noch etwas möchte verändern möchte, geht man einfach hier drauf und dann werden entsprechend hier die Sachen einblendet, die möglich sind, also ausschneiden, Farbe verändern und so weiter. Das kann man hier alles machen. Ihr seht hier zum Beispiel Filter. Da kann ich jetzt entweder auf dem Bildschirm schauen oder eben direkt da. Und das ist praktisch, wo hier bin ich am Schreiben. Ich bin hier auf dem riesigen Touchpad irgendwie am Umnavigieren. Und das ist dann eigentlich ein Nachweg, dass man hier oben etwas verstellen kann, während man eben zum Beispiel Windows-Computer mit Windows 10 eher auf ein Touchscreen zurückgreift. Apple sagt eben, ja, es macht weniger Sinn. Wir wollen, dass es da ist, wo die Finger sowieso sind und nicht dort oben am Bildschirm. Also, natürlich, die Apple-eigenen Programme, wie zum Beispiel Final Cut Pro, das grosse Videoschnittprogramm, die können das alle auch. Also, wenn man da jetzt hier irgendwo reingeht, hat man natürlich auch noch verschiedene Möglichkeiten. Ich kann trimmen, ich kann hier die ganze Timeline bearbeiten. Also, man sieht eigentlich eine Übersicht direkt hier drauf. Es ist super scharf, muss man sagen. Die Touchbar ist wirklich sehr scharf. Man kann es sehr gut lesen und eben, man kann auch mit mehreren Fingern drauf arbeiten. Man kann gleichzeitig verschiedene Sachen auswählen. Ist natürlich ein bisschen eine Frage von Übung. Aber funktioniert eigentlich ganz gut. So, grundsätzlich kann man sicher sagen, die Touchbar ist eine clevere Sache. Lebt natürlich damit, dass jetzt in Zukunft mehr Apps das werden unterstützen. Ich gehe aber davon aus, dass die meisten Apps, die es für das macOS-Betriebssystem gibt von Apple, die werden die Touchbar über kurz oder lang auch unterstützen. Das heisst, die Funktionalität von dieser Touchbar, die verändert sich eigentlich laufend und in Zukunft haben wir dort auch mehr Möglichkeiten, als das vorher der Fall war.